Zwei Monate sind vergangen, seit unser namenloser Held in Navaskane das Zeitliche gesegnet hat. Seitdem ist viel passiert. Der Duke hat sich entschieden, seinen Einfluss auf die White River Kolonie auszubreiten und langsam Fuß zu fassen. Dafür braucht es natürlich Ressourcen jeglicher Couleur. Sei es Nahrungsmittel, Samen, Elektronik, Mechanikteile, Fahrzeuge, Unterkünfte. Und dafür hat er eine Gruppe von, ja, Pionieren zusammengestellt, die sich diese Sache annehmen. Und der erste Pionier, den wir uns anschauen werden, ist Dilbert Dinkelfeld. Seine Aufgabe wird es sein, für genug anbaubare Nahrung zu sorgen. Dilbert Dinkelfeld, Farmer aus Leidenschaft. Ja. Nur noch das Stückchen hier weg. Dann haben wir es erstmal erledigt. Damn, das war eine kurze Nacht, du. 2 Stündchen nur gepennt. Unruhigen Schlaf, Fieberwahn. Ach nee, naja. Aber unsere Morgenbeschäftigung. Die hält uns fit. Hope so. Na, gute Arbeit geleistet. Zaun ist fast komplett weg. So, lass uns mal die Zeit nutzen und überlegen, was wir jetzt alles machen müssen. Wir müssen auf Feld. Feldarbeit hat natürlich Priorität. Die Pflanzen sind soweit gut. Die können wir wieder neu aussehen. Dann müssen wir morgens mal so ein bisschen hier an unserer Verteidigungsanlage arbeiten. Die Verteidigungsanlage. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Woche schnell rum. Wir brauchen noch für unsere Schmiede, brauchen wir noch einen Blaseball. Wir brauchen noch ein anderes. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Werkzeug. Und Rohstoffe gehen uns auch langsam aus. Das hat eine ziemlich hohe Priorität. Also müssen wir nachher nochmal los. Nur gucken, dass wir was finden. Mit dem Dünger komme ich auch nicht wirklich voran. Das wäre schön, wenn wir da auch mehr finden würden. Aber ich denke mal, da kriegen wir so nebenher mit. Wenn wir nach Werkzeug und sowas suchen. Ja. Da brauchen wir uns also keine Gedanken drüber machen. Dann müssen wir noch unser Haus besser verstärken. Ja. Und überleben. Lili, du musst überleben. Also die wichtigste Priorität ist erstmal sein Grundstück aufrüsten, Werkzeug finden. Grundstück aufrüsten in den Morgen, ein bisschen am Abend, ein bisschen was hier machen. Das passt dann schon ganz gut. Und das gute Tageslicht. Kommt da jemand? Nein. Das gute Tageslicht nutzen, um Sachen zu finden. Ja, das klingt doch eigentlich nach einem Plan. Da können wir mit arbeiten. Na gut. Gut, das bisschen Holz hier noch weg vom Zaun. Dann haben wir schon wieder was, abhaken können von unseren Leuten. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Beton anmischen können. Nix, den wir mitbekommen haben, der ist schon fast verbraucht. Wir brauchen einen Betonmischer. Also da kommt das auch noch auf der Liste drauf. Das ist klar, ist klar. Das ist die Sache, wo wir nach Ausschau halten. Das ist, kommt Zeit, kommt rein. Das machen wir schon irgendwie. So. Ab aufs Feld. Ab zu den Pilze. Warte mal, der Pilzzaun muss ja auch noch weg. Das ist was für nachmittags. Das ist was für nachmittags oder für morgens. Na gut, mal fangen wir die Pilze an. Ja, ihr seid schön gewachsen und heute hast du aufgepasst, wie du hast Leben mitgebracht. Kannst du dir das schön in die Fugen schmieren, wenn du die Fugen nicht vorher kaputt klopfst. Ja. So, dann kommt man wieder an die Wand. Und noch machen wir nicht wirklich Plus hier, aber das wird schon. Guck mal, wir können ja schon wenigstens eine weitere Reihe anfangen. Ja, hier gibt nicht besonders viele Sporen hier raus. Das ist nicht gut. Hier gibt weniger Sporen als ihr an der Wand seid. Ich muss euch umarbeiten. Ne, das ist nicht gut, das ist nicht gut.
Korn verhält sich da doch ein wenig anders. Oder generell unsere Feldfrüchte. Früchte des Feldes, lalala. Lebensgebend. Guck mal, wie schön der gewachsen sei. Nett, nett, nett. Nein. Ja, die Feldarbeit wird mittlerweile zur Routine. Das Feld ist soweit fast fertig präpariert. Ein kleines Stückchen müssen wir da noch. Und natürlich jede Menge Dünnerpüttchen noch. Aber ansonsten ist das ziemlich Routine jetzt mittlerweile. Muss da nicht mehr sehr viel Arbeit reinstecken. Nur ein neuer, mehr oder weniger. Das verschafft uns doch ein wenig mehr Zeit im Tagesablauf. So, haben es endlich geschafft. Wir kriegen eine ganze Reihe mit Korn voll, mit Mais voll. Nice. Und wir machen sogar noch Maiskolben Plus. Naja, so langsam fängt das an, sich hier zu rentieren. Wir können die ersten Kissen für Richtung Alaska bestücken. Nett, 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 nett. Zumindest was den Mais betrifft. Die anderen sagen, ja, das dauert noch ein bisschen. Kartoffeln kriegen wir auch eine ganze Reihe voll. Guck mal eine an, ey. Das ist doch wunderherrlich. Kommt so langsam. Uns geht wahrscheinlich nur der Anpflanzplatz aus. Anpflanzplatz? Uns gehen die Düngerpütte aus. Guck mal, so geht das doch viel schneller zu sagen. Anpflanzplatz. Damit kriegst du ja einen halben Zungenbrecher hier. So, dann haben wir noch 13 Kartoffeln über, 51 Mais haben wir über. Es wird. Naja, Kürbis sieht nicht so doll aus. Kürbis kriegen wir nur 3 Raster voll. Naja, besser als nichts. Und haben 2 Kürbisse über. Kannst auch nicht zählen, das waren nur 2 Raster. Na gut, na gut, na gut. Next in line, Kaffee. So, hier haben wir ein bisschen was. Für 3 Einheiten. 15 Samen, ein bisschen was Kaffee über, damit der Lili sich morgens auch schön frisch fühlt. So, das sind so die wichtigsten Sachen. Und ein paar Pötter haben wir noch über. 3 Stück haben wir hier noch. Blaubeeren oder Yucca? Ah, weder noch. Wir sollten auch mal langsam anfangen, so ein bisschen daran zu arbeiten, dass die Jungs sich da oben was Warmes anziehen können. Fangen wir mal ein bisschen Baumwolle zu pflanzen. Du. Muss ja auch sein. Steht auch auf unserer Liste drauf. Na gut, na gut, na gut. Das sieht soweit ganz ordentlich aus. Dann packt mal den ganzen Kram wieder weg, was du sonst so nicht mehr brauchst. Fangen wir schon mal an, die erste Kiste für Alaska vorzubereiten mit dem Korn. Und dann geht's auf Tour. Schon fast Mittag. Mal gucken. Ein bisschen Korn lassen wir für uns. Wir wollen ja auch nicht vom Fleisch fallen hier. Ja, 10 Korn für uns, der Rest in die Kiste für Alaska, das ist die Kornkiste. Samen haben wir noch nicht über, 10 volle Stacks müssen wir dahin liefern. Samen und fertigen Korn. Ja, Kartoffeln können wir schon 3 einlagern und ja, 10 für uns. Ja, der Rest,
Sieht noch nicht so doll aus, aber wir fangen schon an, auf Seite zu legen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist eine Woche hier und schon mal auf Seite gelegt. Was willst du mehr? So, dann ziehen wir mal wieder los und gucken wir mal, wo wir was abgreifen können. Ich meine, ich hätte da letztens in der Stadt noch was Interessantes gesehen. Eine Waschanlage und daneben, glaube ich, ein Einkaufszentrum oder so. Und die Waschanlage, darauf können wir ein bisschen Werkzeug hinlegen. Und Einkaufszentrum, ja, das ist mehr so Medizinstübelein, ne? Naja, das kann uns auch ganz nützlich weiterhelfen. Jetzt kommen schon die ersten Zombies wieder. Ah, du hängst an der Reling fest. Guck mal, du Blödhammel, daneben ist voll Platz. Das, da sind keine Streben. Hier könntest du rum. Na, wenn du so blöde bist, komm hier. Und die füßen mich auch noch, weil ich dich blöd genannt habe. Na, ja. Na gut, dann wollen wir da rein. Fronttür ist zu. Aber die Garage ist schön offen. Nehmen wir durch die Garage. Warum auch nicht? Ist ja ist ein Autowasch. Und so eine Garage genau richtig. Huha. Warte mal. Das. Oh ne, das sah fast so aus, als wenn da ein Loch in der Wand wäre. Aber nö. Meine Jacke wie Hose, wa? Ja, da willst du gerade in die Garage rein. Dann kommen sie von allen Seiten hier angekrochen. Komm hier legen. Und gehen sie wieder weg. Da hing doch noch einer da hinten. Da sehe ich doch, genau. Da ist doch. Hier ist ein Loch in der Wand drin. Ja, hier braucht kein Loch in der Wand sein. Guck mal, das ist eine fette große Garage. Ah, was haben wir denn hier noch alles? Da könnte was schönes, nützliches für uns drin sein. Oh, hast du dein Interesse schon verloren hier, Mo? Komm mal hier. Komm hier. Kriege ich dich so? Ja, komm, das geht. Wenn du ein bisschen mitspielst, ansonsten muss ich die Pappkanne rausholen. Steh wieder auf. Ich hab noch nicht genug. Wunderprächtig. Enttäuschend. Der Wagen ist schon geplündert. Da war nichts für uns drin. Okay, hier gibt's auch eine Leiter hoch aufs Dach. Interessant. Wo fangen wir denn an? Vorne wahrscheinlich. Vorne und dann hier so. Da dürftet ihr. Guck mal da in der ersten Garage hier rein. Ja. Apropos Garage. Funktioniert der Automat noch? Der funktioniert. Mister, weg da von meinem Pickup. Weg von meinem Pickup, den Kicken. So, darf ich jetzt da in den Laden rein oder nicht? Kurz Perimeter checken und schon hast du ja 3 Stunden zu tun, drumherum aufzuräumen. Garage Nummer 1 oder Waschanlage Nummer 1. Niete. Nix für Gescheites drinne. Dann war das hier durch, wa? Vorne rein. Ach so, das ist ein Durchgang wegen hier. Nur ein Brummbrumm drin. Okay, Ringelreihe Rosi und dann geht's hier rein. Okay, und dann geht's ins Hauptgebäude. Okay, krieg ich hin. Mal gucken. Regnet's doch bestimmt sofort Zombies runter, du. Ich traue dem Laden ja nicht. Toi, bis jetzt alles Paletti, aber ist da oben was drin? Du bist zu clean. Wir haben noch ein paar Leiterteile dabei, lass mal gucken. Ah, eine Tasche. Ah, ich glaube, wir hätten auch vom Dach daraus hier gehen können. Da war ja noch eine Leiter. Naja. Wow, wo kommst du denn her? Wow. Gerade erst hier. Wo kommt ihr her, verdammt, ich hake hier. Ich hab doch hier rumgeguckt. Autsch. Lass das. Damn. Ha. Guck mal, brauchen wir gar nicht durch die Tür. Sneaky. Seid wahrscheinlich hier hochgesprungen, ne? Blöden Viecher, ey. Ja, ich hab dich schon gesehen. Hier, komm hier. Ich krieg sie nicht. Bete den Porzellangott an. Los. Ha, und die Tür ist zu. Wie soll man denn dann? Ah, sollen wir denn hier hoppeli hopp? Besser als durch die Tür zu brechen. Naja. Dann geht's da runter. Aber
Wo sind hier die schönen Sachen versteckt? Sind hier schöne Sachen versteckt? Tja. Soweit haben wir aber nichts Schönes gefunden hier. Na, ist ja kein Problem. Gehen wir einfach eine Station weiter zum Pop-Impuls. Krankenhaus, Medizinstore, Mixmax, irgendwie sowas. Vielleicht finde ich dann auch was für meinen dicken Onkel zu verarzt. Ne? Und dann natürlich haben die wieder auf meinen kaputten Fuß draufgehauen, wie üblich. So, dann wollen wir uns das Schätzchen da angucken. Urgent Care, ja, ja. Da kommt schon Besuch aus dem Hintereingang. Und da geht er auch schon wieder. Erstmal immer einmal schön die nähere Umgebung schicken. Da könnte man auch hoch rumklettern. Ziemlich zerstört aus. Mann, Mann, Mann. Ja, bevor wir da tatsächlich reingehen, hier ist auch ein Zugang. Ziemlich offenes Ding hier. Du krabbelst aber auch schon eine Weile rum. Guck mal, du bist ja schon ganz verrottet. Da ist auch offen. Noch mehr Leitern zum Rumklettern. Oh, da wird interessant, da drin rumzustöbern. Wildschwein. Ha! Heute Abend gibt's Wildschwein, heute Abend gibt's Wildschwein. Lecker Spanferkel. Brrr. Brrr. Was ist Brrr für ein Laden? Ah, die gucken wir mal auch bei Zeit nochmal an. Heute aber nicht. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen aufhalten. Oh, Karnickelchen. Erstmal Spanferkelchen für auf den Grill. Ja, Mr. Bunny, bleib doch stehen. Kann ich dich... nee, es geht doch nicht da rein. Dann gehen wir gleich jetzt hin. Nee, der Wagen ist im Weg. Dammit. So, dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Ja, aber wo zuerst? Oh, hier kriegen wir ordentlich Zeugs für Dünger. Lass uns nicht hinterfragen, ob das moralisch sinnig ist, die ganzen Leichen hier auszuplündern, wieder zu verwerten. Wichtig ist nur, dass wir an Dünger kommen. Ich sage, wir arbeiten uns erst hoch und dann gucken wir mal, was da unten auf uns wartet. Warte, lass uns erst hier Erdgeschoss. Du. Oh, wir haben irgendwas aber aufgeweckt. Du bist ein Fahrstuhlschacht. Ja, jetzt höre ich es irgendwo rumkloppen. Didi, sei vorsichtig. Das ist ziemlich eine Falle hier. Hier ist irgendwo der Bunny reingerannt hier. Knickelchen. Gucken, ob wir das wieder finden, ne? Wahrscheinlich direkt wieder rausgekoppelt, wa? 1, 3, 2, 4. Dann gucken wir mal, was hinter Tür Nummer 1 ist. Nichts. Tür 1 clear. Tür 2 verschlossen. Wieso ist Tür 2 verschlossen? Dann gehen wir jetzt Tür 3. Ach, Tür 3 ist der kaputte Raum. Ja, das habe ich von draußen gesehen, ja. Na, dann haben wir hier nur noch Tür 4. Tür 2 will immer noch nicht. Wie kommen wir nach Tür 2? Brechen wir einfach durch, wa? Komm, auf die hier. Die wissen, was hinter Tür Nummer 2 ist. Ja, bis jetzt für so einen Medizinladen wenig an Medizin hier, du. Enttäuschend.
höre irgendwo jemanden, der mit uns spielen will. Ach, da! Wo kommst du denn weg? Außen! Dammit, du warst schneller als ich. Hier geht's auch runter. Durchs Loch? Oder durch die Treppe? Aber wir wollten erst nach oben gucken. Was hast du hier für Überraschungen? Partygäste höre ich aber schon. Warte mal, kommt da irgendjemand durch die Wand? Da! Idiot! Das ist eine fette große Tür. Kannst du einfach rauslaufen, um die Ecke kommen und einen Didi erschrecken. Jetzt nicht mehr. Die Chance hast du vertan. Loser. Weiter geht's, weiter geht's. Immer schön voran hier. Links sichern, rechts sichern, links sichern, rechts sichern. Viel scheint hier oben nicht zu sein. Ein ehemaliges Verwaltungsdistriktbüro-Dings hier. Ist auch nichts Gescheites hier drinne. Aber hier geht's aufs Dach. Dach ist immer. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit Dach. Noch ist hier alles ruhig. Zu ruhig. Wenn du mich fragst. Keine Birdies, keine Zets. Tja, bis jetzt bin ich ja nicht begeistert. Ein bisschen was für unsere Düngervorratserstellung haben wir mir gekriegt bis jetzt. Aber sonst. Gebäude sahen so vielversprechend aus, aber. Na gut, dann bleibt uns nur noch der Keller über. Mit den zwei Zugängen, da Treppe, hier runter, du. Gib fein nach, der Didi hat einen Baseballschläger mitgebracht. Ah, hier wären wir bei den Treppe reingekommen. Ah, klar, klar. Gut, gut, gut. Ah, das ist der Fahrstuhlschacht, okay. Die Tür ist noch geschlossen. Da sind wir noch nicht durch. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Viel kann ja nicht mehr hier sein. Eigentlich nichts mehr. Dammit, was eine Enttäuschung. Relativ wenig drin los hier. Tja, ach, da war noch, warte mal, da war da noch der Brrr. Lass uns mal ein Brrr reingucken. Cream. Well, okay. Ein Essensladen, ne? Essensladen könnten wir da potenziell was Gutes finden. Dürfte nicht so viel Werkzeug haben. Essen bauen wir mittlerweile selber an. Dafür war Fleisch brauchen, jagen wir uns. Ah, unwahrscheinlich. Ein Creamladen? Ja, keine Ahnung. Sieht ziemlich zerstört aus. Ich bin nur neugierig. Ich erwarte mir eigentlich nichts hier drin. Oh, da war wieder Kanickelchen. Kanickelchen, willst du diesmal mein Freund sein? Für auf dem Grill? Nein. Du riechst das. Jedes Mal, wenn ich einen Bogen raushole, verziehst du dich. Gestillt. Oh, wo kommst du denn her? Mann, du musst dich aber vorbeigeworfen haben hier. Oh. Lady, der Laden, der ist nicht mehr. Die gibt's kein Eis. Weg. Ich krieg kein Eis, du kriegst kein Eis. Also, was willst du eigentlich von mir? Freiluftscheißen für Mutige. Warum nicht? Wenn dann so hinten am Hinterkopf was rumgrabbelt, dann weißt du, oh, jetzt ist vorbei. Oh, da hat sich doch jemand gemütlich gemacht, so. Komm, mach mal auf. Oh, du hast mal einen gesunden Schlaf. Und
Und wieder sind wir auf dem Dach. Gibt es hier denn wenigstens Party oben drauf? Jemand da. Ah. Ja, da ist jemand da. Ich bin mal gespannt, wie du hier rüberkommen willst. Ah, so. Mann, du hast richtig coole Dance-Moves drauf. Komm her. Käft hier. Mann, das war aber ein schöner. Ich leg mich auf Gesicht. Ups, da war zu früh. Boing. Du hast da was verloren. Willst du das wieder haben? Ich will's nicht haben. Uah. Tja, das war der Brrrr-Laden. Nix Gescheites hier. Aber interessant, was so eine Nachbarschaft hier so an Objekten zu finden ist. Home sweet home. Ja, Lili, ich würde sagen, du nutzt noch ein wenig so die Abenddämmerung aus und kümmerst dich mal um den Zaun da bei den Pilzen, dass der wegkommt. Und dann geht es morgen wieder weiter. Ach ja, nach der anstrengenden Hordennacht hier. Blutrauschviecher da. Haben wir doch auf einmal wieder ganz gute Laune. Und morgen früh kannst du dann da ein wenig in der Scheune rumwirbeln. Ja, klingt nach einem Plan, nicht? Jo, das war der RP-Teil wie immer. Und ja, im Gegensatz zu dem, was wir im RP gerade erzählt haben, dass die Ausbeute nicht so doll war, dass wir nichts Gescheites gefunden haben, sieht das außerhalb des RPs ein wenig anders aus. Also da haben wir gut abgeräumt eigentlich. So, wir haben wieder zu viel, um das ins Inventar zu nehmen. Okay, ich kann ordentlich noch was hier wegscrappen. Guck mal, du hättest eigentlich dahin gemusst. So, gehen wir mal hin. Einmal durchsortieren. Guck mal, du bist für Verkaufen. Du bist zum Zerlegen. Verkaufen. So, du bist zerlegen. Du bist zerlegen. Du bist für Rohstoffe brauchbar. Du wirst aufbewahrt für bessere Pfeile. Du kannst verkauft werden. Du gibst ein bisschen was in die Tasche. Du kannst... 42 ist auch nicht so schlecht. Egal, ich mach dich kaputt. Genauso wie dich und dich hier und der Magic Dildo hier, den können wir auch kaputt machen. So, dann kommen wir zu den Büchern. Wir haben wieder ein Buch zu lesen, Bar Brawling 2. Wir sind kein Faustkämpfer, egal, wird gelesen. Dann Bike Chassis können wir schon herstellen, dann können wir das verkaufen. Wir können Blade Traps jetzt theoretisch bauen. Wunderprächtig. Und was machst du? Denim Jeans, Skirts und Overalls. Overall haben wir an. Egal, trotzdem lesen. Verkaufen. Du erlaubst uns Brace Mod Schematics herzustellen. Also Brace Mods herzustellen. Dich lesen wir auch einfach mal ganz kackefrech. Sunbetons Super Dildo mäßige Dinger hier. Werden wir nie nutzen. Zumindest nicht in der Serie. Vielleicht mal eine Polizeiserie oder sowas. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, also können wir nicht lesen und gut ist. Gut, nochmal neu durchsortieren. Da ist alles Futterkrams, Krimskrums. Du kannst zerdeppert werden. Oh, unser erster Motor, nice. Das war Vending Machine, die wir auseinandergenommen haben. Handgun-Parts, die können verkauft werden. Das bleibt. Batterie auf Lager halten. Das ist die erste gute Batterie, die wir gefunden haben. Oder eine erste Batterie, die wir gefunden haben. Gut ist sie noch nicht. Ihr könnt alle zerdeppert werden. Bis jetzt, ich habe schon jede Menge Autos auseinandergenommen. Bis jetzt nur ein Motor und eine Batterie. Das ist ein bisschen mau. Nitrat haben wir auch nicht was gekriegt. Verdorbenes Fleisch ist, hätte besser sein können. Du kannst vertickert werden. Was bist du? Batonparts, die können auch vertickert werden. Das ist, weil wir die komischen Magic Dildos da auseinandergeschraubt haben. Echt mal, das Icon von denen, das Bildchen von denen sieht echt aus wie so ein Frauenbeglücker. Cooking Grills. Wir haben schon eine Kochstelle mit einem Cooking Grill drin. Braucht man die für sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, wa?
Das könnte man dich auch eigentlich auch verkaufen. Hast du irgendwelche Rezepte? Nein, hast du nicht. Wir können, oder auseinandernehmen könnten wir dich. Aber du gibst. Ja, du gibst nur 5. Dann können wir dich scrappen. Na gut, das war der Loot. Der Rest ist für ins Lager zu bringen. Warte. Hier ist doch das die Lootkiste, das die Verkaufskiste. Wir hätten Beschreibbare nehmen sollen. So, bald haben wir auch mal wieder genug zusammen, dass wir mal bei Pippekind vorbeigehen können und das an den Mann bringen können. Ein bisschen Geld rausschlagen können. Ja, das war gut, Dude. Heute habe ich mich dran gehalten und nicht so viel auseinandergenommen, wie ich sonst immer auseinandernehme. Wirklich nur die Behältnisse untersucht und ja, Vending Machines auseinandergenommen. Wo es denn ging. Lohnt sich. Gut, und wir haben 0 Skillpunkte. Das ist nicht viel. Also 0 ist nicht berauschend, aber wir sind nicht mehr allzu weit davon weg. Das sollten wir dann. In der nächsten Folge sollten wir da wieder was ansammeln können. Na gut, das war's aber für diese Folge. Ich habe da ein bisschen jetzt gezogen hier mit dem Auseinanderrupfen hier. Naja gut, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt ihr Gas und habt ihr Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.